Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute werdet ihr lernen, wie ihr eure Instagram-Daten und Bilder herunterladen könnt. Seit 2018 haben Nutzer ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Instagram hält sich an diese Vorgaben und bietet sowohl per Smartphone-App als auch über die Website die Möglichkeit an, das eigene Archiv inklusive Fotos, Videos und aller seit Dezember 2017 veröffentlichten Stories als ZIP-Datei herunterzuladen. Öffnet zunächst einen beliebigen Browser. Geht hier auf die Instagram-Seite und loggt euch in euer Profil ein. Klickt dann auf euer Profilbild und hier auf Einstellungen. Jetzt klickt ihr auf Privatsphäre und Sicherheit, scrollt nach unten und klickt unter Datendownload auf Download anfordern. Gebt hier die E-Mail-Adresse an, an welche die Daten geschickt werden sollen. Bestätigt den Vorgang mit eurem Passwort und klickt auf Download anfordern. Schaut nun in eurem E-Mail-Postfach nach. Es kann laut Instagram bis zu 48 Stunden dauern, bis die Datei ankommt. Folgt dem angegebenen Link und lade die Datei herunter. Diese müsst ihr nun noch entpacken, zum Beispiel mit WinRAR. Geschafft! Ihr habt nun alle eure Instagram-Dateien auf eurem PC. Über welche Instagram-Funktionen möchtet ihr mehr erfahren? Wenn euch dieses Video gefallen hat, nehmt euch kurz Zeit, um es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.